Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires Bloodlines The Masquerade. Anders zusammengesetzt, dann ist der Titel richtig. So, weiter geht's. Die haben wir hier alle weggemacht. Sehr gut. Das ist im Mittelraum gewesen. Jetzt geht's hier mal raus. And we'll look where we have to go. Ich habe nämlich absolut... Okay, es geht nur da lang. Alter, wo muss ich... Okay, das ist eine Sackgasse offenbar. Gut. Nähtür, bleiben Sie bitte auf. Danke. Das war offensichtlich der falsche Weg. Dann ist das gar kein Problem. Wir gehen einfach den anderen. Ist ja easy. Aber ich muss ja irgendwo, irgendwann, irgendwie auch mal irgendwo hinkommen. Geh hier auch nicht? Also geht's hier weiter, oder was? Okay. Alter, was ist denn das für eine Scheiße hier? Da ist eine dicke Buddha-Statue. Da werde ich doch mal direkt speichern. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal gegen... Wie heißt die? Ming-Wars kämpfen. So, den erstmal ausschlabbern. Panikattacken. Alter, warum fallen die denn alle? Was haben die denn? Die haben Bleigewichte dran. Das Schwert ist aus Blei, das kann auch sein. Wir speichern nochmal. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass hier nichts passiert. So, Ming Zhao, jetzt komm. Rauf, ne? Das Zeichen ist auch witzig, das ist auch sehr süß. So, machen wir auf hier die Scheiße. Bin ich jetzt bei Ming Zhao? Das wäre super nett. Irgendwann ist ja mal gut, ne? Man kann sowas natürlich 38 Jahre ziehen, aber irgendwann ist auch mal... Alter, das geht einfach immer noch weiter, ne? Nicht also das finde ich zum Beispiel schon wieder ein bisschen zu übertrieben und zu lang gezogen. Aber gut. Hätten sie auch sehr viel weglassen können, meiner Meinung nach, aber naja. Weil ich das persönlich eher nervig als cool finde, dass du so viel... durch so viele Gänge gehen muss, finde ich halt ein bisschen Quatsch, aber okay. So, da haben wir noch einen. Die laufen mir hier immer im Kreis, die Boys. Die sehen mich ja eh nicht, deswegen kann ich mich da auch ganz easy peasy anschleichen. Er ist natürlich sehr schnell, aber naja. Ah. Ey, ohne Witz, dass sie mich nicht bemerken. Ich verstehe das nicht, so gut bin ich nicht darin. So, hier läuft der noch rum. Das ist natürlich perfekt, dass der jetzt hier vorne steht. Jetzt kann ich ihm erstmal den ganzen Weg folgen. Und weiß dann, dass da auch nichts ist. So. Muss er irgendwann zu dieser komischen Vase kommen, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier, Alter? Oh Gott. Scheiße. That is not so good. Haben die schon auf beiden Seiten die Pissen hängen, ne? Ich treffe die halt nicht, das ist doof. Nö, da gehe ich nicht lang. Tschüss. Guck
Guck mal, hier ist es auch so. Den kann ich schon mal wegmachen. Schießt er jetzt hin? Offenbar muss ich den mitnehmen. Mach ich. Wofür auch immer. Junge, gut, dass ich hier, ne? Oh ne, jetzt hat er mich gesehen, der Arsch. Hä? Nein, oh Gott, bin ich dumm, Alter. Bin ich doof, Mann. Oh, ich kotz gleich, ey. Ich kotz gleich richtig im Strahl, ne? Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass das Ende so nervtötend war. Ah, das Ende ist richtig behindert. Ich finde sowas halt dumm, weil du weißt, okay, es geht aufs Ende zu, man zieht es einfach in die Länge, in die Länge, in die Länge. Warum? Warum macht man sowas? Verstehe ich bei keinem Spiel. Kommt doch einfach auf den Punkt. Ich meine, es geht darum, diese Ming Zhao zu töten. Ja. Dann mach das doch. Mein, weißt du, das erste Level oben langlaufen, okay, ey, das lasse ich mir auch noch gefallen, aber danach. Lass danach doch alle fünf gerade sein und sag so, yo, ist cool. Haben wir. So, als nächstes ist der Penner dran. Oh. Hol ich mir den Jade-Elefanten, Junge. Zack. Jade-Elefant geholt. Tot. Ach komm, man den auch einfach direkt kaputt. So. Ich habe ja noch zwei Leute, die ich so aussaugen kann, das sollte reichen, um mein Blut wieder aufzufüllen. Keine Ahnung, ob ich die brauche, aber ich nehme es einfach mit. Ich meine, die sind sowieso zu dumm, um zu merken, dass einer vor ihnen steht. Oh. So. Und irgendwann schlägt mich einer mit dem Schwert und ich bin direkt tot. Ich sollte jetzt auch speichern, wo ich das gerade so erwähne. Ist, glaube ich, nicht ganz so ungünstig. So, ihn noch ausschlabbeln und dann die beiden. Und dann habe ich keine Ahnung, was ich hier tun soll. Weil... Muss man die irgendwo einsetzen? Ich weiß das halt nicht mehr. Na, schwierig. Schwierig. Also erstmal jetzt bei denen da hinten vorbeikommen, ne? Das ist ja auch... Frage, ob ich das erstmal schaffe. Okay, sieht nicht so schlecht aus. So, jetzt speichere ich kurz. Drei sind ja schon weg, weil denen will ich jetzt versuchen auszuschlübbeln. Ja. Give me your blood, boy. Jetzt halt die Frage, okay, was muss ich... Ich weiß nicht mehr, was ich mit denen machen muss. Vielleicht in der Mitte irgendwie... platzieren. Mal gucken. Die sind aber auch alle richtig aufgestellt, ne? Ja. Ja. Was ist das denn, der Flamingo? Ah, ne, der Jade-Kranich. Okay, ja, okay, hey, tut mir leid. Halt kein Flamingo, mein Gott. So. Jetzt sind ja eigentlich alle tot.
Mal gucken. Hier muss ich was... Jetzt muss ich halt nur gucken, was muss ich wohin stellen, oder? Gibt es hier irgendwie irgendwas an... Ja, keine Ahnung, Alter. Ja, der Kranich, Junge. Schau mal hier auf. Katze? Drache? Bestimmt irgendwie in der Reihenfolge, wie ich sie auch geholt habe. Irgendwas, keine Ahnung, aber das weiß ich doch nicht mehr. Okay, ist anscheinend nicht richtig. Das heißt, ich müsste nochmal gucken, vielleicht. Alter, hier gibt es echt, gibt es hier keinen Anhaltspunkt, wie ich das machen muss? Das ist ja auch behindert, ne? Na gut, dann gucken wir. Also ich müsste das ja von hier sehen können. Da ist der Drache. Da der Elefant. Das Problem ist, was genau das jetzt für mich bedeutet. Absolut keine Ahnung. Dann würde ich einfach sagen, hier kommt der Elefant hin. Nee. Scheiße. Hier kommt der Drache hin. Hier der Elefant. Und dann müsste hier der Kranich kommen und dann die Katze. Warte mal, muss die Katze hier? Ich habe etwas entdeckt. Oh. Katze kommt hier hin. Und hier der Kranich? Warum guckt denn der Kranich jetzt in die Richtung? Was soll denn das? Ich dachte gerade, die gucken immer in die Richtung, wo sie auch hin... okay, der fällt einfach um. Auch gut. Der Elefant guckt dahin. Wo guckt jetzt der Kranich hin? Der Kranich guckt dahin. Ja, ich weiß ja nicht, wann sind die denn richtig gestellt, Alter. Der Drache guckt dahin, aber die, also das, was hier steht, guckt immer in die Richtung. Oder ist es immer abhängig, wie ich das hier hinstelle? Das ist natürlich dann auch blöd. Nö, guckt immer in die Richtung. Mann, ich will nicht schießen. Egal, was da steht, das guckt immer in diese Richtung. Das bringt mir ja absolut gar nichts, weil ich nicht weiß, wie ich dieses fucking Rätsel lösen muss. Hier gibt es ja auch nun überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Also hier ist ein Drache. Ich erkenne dazu, möchte dann Drachen erkennen, aber das ist alles gleich. Ich erkenne da halt nicht, also keine... Keine große Hilfe oder so. Das geht ja anscheinend... Ja, ja. Das geht ja anscheinend auch nicht darum, wie sie da positioniert waren, weil sonst hätte ich das ja schon gehabt jetzt. Hm. Ich meine, ich kann natürlich jetzt alle möglichen Kombinationen einfach mal probieren. Oder ich kann auch einfach das Ding darauf stellen. Aber es geht nicht. Es ist egal, was ich darauf stelle. Es guckt alles immer nach da, ne? Okay, da kommt der Drache hin. Alles klar. Machen wir so. Öffne dich! Passiert nichts. Gut. Dann würde ich gucken. Ich gucke mir jetzt die Lösung an, weil ich nicht weiß. Also, ich weiß tatsächlich auch nicht, wie ich auf die Lösung kommen soll. Hier ist ja nichts. Ist ja nichts eingraviert, oder? Also, naja, selbst wenn ich würde... Doch, warte mal, sehen die alle anders aus? Doch, die sehen alle anders aus. Aber was sagt mir das? Was sagt mir das? Sind die... Warte mal. Bevor ich jetzt irgendwie gucke, ich möchte das mal gucken. Möchte mal versuchen, das irgendwie so zu lösen. Ah, der Kranich muss auf diesem Wirbelding... Und die Katze muss auf dem. Okay. Ah ja. Gut. Das heißt, du komm mal her, du komm mal her. Hier kommt der Kranich schon mal rauf. Zack. Du komm mal
her und du komm mal her und hier muss die Katze hin. Und jetzt weiß ich, okay, die sind richtig. Das heißt, hier ist 50-50 Chance jetzt. Ich probiere es einfach so. Wenn das nicht klappt, dann muss andersrum. Geil, Alter. Guck dir das an. Was habe ich gemacht? Warte. Ich habe Erfahrung gewonnen. Bevor hier irgendwas krass passiert, werde ich jetzt erstmal gucken. Kann ich irgendwas leveln? Nee. Mit 5 Punkten. Heimlichkeit. Ich habe keinen einzigen fucking Punkt in Heimlichkeit. Aber trotzdem sehen die mich nicht. Sind die doof? Ist mal so eine Frage. Ich habe gar nichts, was mir noch was bringt, wa? Ey, dann mache ich noch was in Nachforschung. Ja, komm. Ich hau da einfach was rein. Habe ich noch 2 Punkte übrig? Läuft. Ich schieße da direkt drauf, mich da rein. Ich speichere mal, bevor irgendwas passiert hier. Jetzt gehen wir da durch. Und jetzt passiert irgendwas Krasses, glaube ich. Ach, guck mal, da ist Ming Zhao. Become a grave disappointment, Kindred. This was not meant to be your destination, but your path will end here. Der Sinn meiner Straße ist Ihnen unbekannt, Herrin. Ihr Leben für den Schlüssel, Spiegelmeisterin. Der Tod kommt auf düsteren Schwingen zu dir. Oh, ich mach das Erste. You were never more than a pawn, Kindred. Puppet of those who drew the boundaries on your horizon. It was I who sensed in you the power to right the balance of this city. It will give me no joy to bring you final death. Ja, meine Tränen werden sich in ihre rauchende Asche mischen. You will have time to ponder this folly, as you are devoured by worms and disease in the hell of burrowing maggots. 1,000 years shall you suffer. Oh, Maden. Ey, nee. Ja, ich schmeiß mit Dings durch. Jetzt warte mal, ich muss meine richtige Waffe erstmal auswählen hier, ja? Okay, ich kann hier anscheinend kein Blut mehr irgendwie sacken, also. Eieieiei. Okay, dich mach ich jetzt platt, Junge. Nein, nicht zum Großen gehen. Das ist nicht cool. Blutheilung. Warum macht sie sowas? Warum? Dass man jetzt nicht sagen konnte, ey, das war doch alles nur Spaß. Ich will dich gar nicht töten. Ich möchte am liebsten mit dir für immer zusammenbleiben. Wir sind doch beste Freundinnen und so. Also das dauert ja Ewigkeiten, bis das mal so weit ist hier. Ja, das macht schon ein bisschen mehr Damage. Aber auch nicht viel. Oh Gott. Okay, die Kleinen muss man kaputt machen, sonst habe ich ein mucho grande problema. Dann werden es einfach mehr, okay. Könnt ihr hier bitte nicht hinkommen? Danke. Wir probieren mal. Warte, nein. Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Eieiei. Das macht 9 Schaden, das ist natürlich nicht sehr viel. Okay, ich hab die noch. 31 Damage, das ist ordentlich. Oh, guck mal, hier, oh. Geschenke. Hier. Welcher ist denn jetzt der richtige? Hä? Wo bin ich? Da. Ist das der richtige? Kann ich einfach die Buddha-Statue kaputt machen? Bist du der richtige oder bist du nicht der richtige? Das könnte auch der richtige sein. Nee, der kriegt mehr Damage. Das ist nicht der richtige. Der richtige kriegt nicht so viel Schaden. Oh. Wobei doch, der richtige kriegt auch Schaden. Aber der richtige ist der orangene Zahlen bekommt. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich sag auch nur irgendwas, um was zu sagen, ganz ehrlich. Das ist nicht cool. Bin tot. Safe. Ja, wusste ich doch. Scheiße, Alter. Das ist halt doof, ne? Das ist halt richtig doof, wenn dann die Raserei kommt und du da in den Nahkampf gehst. Das ist nicht cool. Ich nehme eine andere Waffe. Ich glaube nämlich, die ist geiler. So, und durch da. Zack. Überspringen wir jetzt das Gespräch. Wird ein bisschen mehr oder weniger schwierig. Ja, komm. Bla.
Der Sinn meiner Straße, bla bla bla, ja ja, meine Tränen, oh oh oh, Umaden, lecker lecker. Die verwandelt sich, ist jetzt doof, weil meine Sachen auch nicht so viel bringen. Ich bin am überlegen. Alter, die schmeißt echt eine Sache in die blöde Kuh, ne? Ich muss halt auf die Kleinen achten, wenn da was Kleines sich abspaltet, da muss ich drauf achten. Darf sich halt nicht verwandeln. Und dann auch so ein großes, hässliches Kackding. Sieht man halt manchmal leider auch nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich das überhaupt einsetze. Es macht zwar natürlich ein bisschen mehr Schaden, aber zum Heilen könnte ich es vielleicht auch behalten, ne? Weg hier! Ja, 9 Schaden ist jetzt nicht mega viel, aber ist halt besser als nichts, ne? Also, das schmeißt ja auch mit den ganzen Amphoren und so. Eklig, 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 eklig. Wie lange hält denn die Kacke hier? Das macht Ming Zhao aber auch erst später. Ming Zhao ist ganz schön hässlich. Muss ich mal so anmerken. Oh, ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Das ist jetzt doof. Also mit der Waffe möchte ich eigentlich nicht schießen. Mit der wäre, glaube ich, ganz cool. Das Problem ist, die macht gar nicht so viel Schaden, wie ich es gerne hätte. Und ich muss halt... Okay, 41 ist doch ganz schön ordentlich. Ey. Pass mal auf mit dem Scheiß hier. Ah, ich muss halt mit dem Nachladen, ist halt scheiße, ne? So, pass mal auf jetzt. Wow. Das ist jetzt nicht so viel an Damage. Okay, wir müssen irgendwas anderes machen. Wie viel mache ich mit der hier? Auch nicht viel. 3 Schaden pro Schuss, Alter, ist ja lächerlich. Ich glaube, jetzt kommt das gleich mit dem Abspalten, ne? Ja. Weg da. Alter, als ob. Du stirbst. Bist du tot? Ist es schon tot oder nicht, ja? Kommt da noch einer jetzt? Ne. Kommt, glaube ich, immer mal wieder. Ich muss halt verhindern, dass die sich verwandeln. Ganz wichtig. Jetzt muss ich halt immer auch ein bisschen an der Seite gucken, nicht, dass da noch so ein Ding entsteht und ich das nicht sehe. Wäre ungünstig. Ich weiß auch gar nicht, durch was die entstehen. Einfach so, ne? Ja, ein Schlabberwalk ist, ey. Boah, hart ausgewichen, aber es war ganz knapp. Wäre fast in die Hose gegangen. Da habe ich nur 51 Schuss, Junge, da kann ich noch ein bisschen ballern. Alter, wie wenig Schaden man da einfach macht. Da ist, glaube ich, so eine Waffe, die schneller schießt, besser irgendwie. Möchte ich mal behaupten. Jetzt wieder, ne? Ja? Ja. Oh ne, gleich 2 Stück, das ist aber uncool. Das ist tot. Das muss auch sterben. Die dürfen sich halt echt nicht verwandeln, dann habe ich ein Mega-Problem. Was nur passiert? Geräusche. Ja, lad doch nach, Junge. Mädchen. Ach nee, geht nicht. Ach scheiße, ist schon leer. Ja, doof jetzt. Warte. Ich habe noch die Waffe. Muss ich ein bisschen eher für, aber es ist kein Problem. Problem?
Nee, so nicht. Warte, nachladen. Ach, scheiße, ich hab Blutheilung angehabt. Achso, ich bin danach, glaube ich, aus Versehen darauf gekommen. Alter, wie schnell man die Kacke verschießt, ne? Ist ja eklig. Okay, jetzt kommen wieder welche. Da ist er. Abgespalten, die Sau. Dich mach ich nass, ey. Ich sagte... Oh, Kacke. Oh, schon tot, okay. War aber, glaube ich, diesmal nur einer. Hoffe ich. Schnell mal weg hier. Nee, so nicht, mein Freund, ne? Okay, die letzten Schuss. Okay. Nächste Waffe ist die. Ach, guck mal, der hat sogar noch Blutungsschaden dann. Cool. Ja, komm, Alter, jetzt machen wir das einfach, ne? Ja, jetzt kümmere ich mich auch nicht mehr um den. Jetzt mache ich den einfach weg hier. Zack. Habe ich gewonnen? Yay. Ming Zhao ist tot. Yay. Woo. Ich habe keine Ahnung, welchen Schlüssel ich habe, aber geil. Ich habe 10 Punkte. Das heißt, ich habe 12. Das ist natürlich heftig. Da könnte ich mir die leider nicht leisten, aber ist geil. Okay, wir gucken mal ganz schnell noch. Also es wird doch noch eine Folge geben. Ich dachte, das wäre viel früher zu Ende. Schusswaffen. Kann ich die 12? Kann ich direkt? Oder Nahkampf? Oder Handgemenge? Nee, Nahkampf wäre noch cool. Aber das wäre auch cool. Ich mache das hier. Dann mache ich vielleicht dann noch mehr Damage. Wer weiß das schon. Ja, geil, ne? Ich habe einen Schlüssel. Ich weiß nicht genau, wofür dieser Schlüssel sein mag. Aber... anscheinend für nichts, was hier so ist. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Mal gucken, was passiert. Wir müssen jetzt den Prinz töten. Ah, hiermit komme ich wahrscheinlich wieder raus. Gut, das machen wir dann.